Betrachters. Die Touristen im Land des Kayan-Volkes in Myanmar kommen wohl eher der Exotik wegen. Dong Mutu betreibt einen Andenkenladen und lässt sich fotografieren. Eine der vielen Langhalsfrauen im Land der Kayan. Mutu ist 46. Seit ihrer Kindheit trägt sie die schweren Messingringe, die ihren Hals freilich nur optisch verlängern, durch hinuntergedrückte Schultern. Kann es sein, dass sie sich schön findet mit den polierten Ringen? Zwei große Rätsel geben die Langhalsfrauen auf. Erstens, woher kommt diese besondere Tradition des eigentümlichen Halsschmucks? Und zweitens, kann die Frau die Ringe eigentlich auch mal ablegen? Eins der beiden Rätsel haben wir gelöst. Ich habe die Ringe von meinen Eltern geerbt, erzählt sie uns. Ich wollte sie einfach tragen. An Touristen habe ich damals nicht gedacht. Meine Großmutter trug Ringe, auch meine Mutter. Aber woher diese Tradition kommt, sagt sie, weiß ich auch nicht. Das Dorf Panpit war lange Bürgerkriegsgebiet. Viele Langhalsfrauen flohen nach Thailand. Jetzt kommen sie mehr und mehr zurück. Und Mutu ist eine gefragte Frau unter ihnen, weil sie geschickt ist im Abnehmen und wieder Anlegen der Ringe. Ihre Freundin Damun Thaung ist 63. Der Halsschmuck besteht aus zwei langen Messingspiralen, eng um den Hals gewunden. 20 Minuten dauert es, bis der Nacken frei liegt. Ein bisschen schwindelig bin ich ohne die Ringe, sagt sie. Manchen Frauen wird sogar übel dabei. Mutu streckt das Messing, glättet Verbogenes. Die Frauen schlafen mit angelegtem Halsschmuck, ziehen beim Baden Waschlappen hindurch. Darum müssen die Ringe alle paar Monate neu geordnet werden. Mutu kann das am besten, sagt sie. Fühlen Sie sich schöner mit den Ringen? Ja, sagt sie, wir fühlen das so. Das ist unsere ganz eigene Schönheit. Hier passt das Goethe-Zitat: Es ist das Vorrecht des Schönen, dass es nicht nützlich zu sein braucht. Die Dörfer der Kayan sind noch recht ursprünglich. Erst seit kurzem können Touristen hier anreisen. Ein Krämerwagen ist da mit Trockenfisch und Töpfen. Mutang wird für den Sitz der frisch angelegten Ringe bewundert. Die natürliche Würde der Langhalsfrauen macht sie in der Tat schön.